Hallo, ihr Lieben. Es ist soweit, ne? Es ist. Ja, wir sind on time. Sehr schön. Hallo, ihr Lieben. Danke für dieses Treffen. Könnt ihr mich hören alle? Bin ich hörbar? Super. Feedback ist immer gut, ne? Wenn man so Nicken kriegt, weiß man, oh, man ist gehört. Wenn das Nicken nicht da ist, schwebt man in der Luftleere und fühlt sich unter Umständen verloren und es stimmt einfach nicht. Also dieses Feedback, was wir uns geben, das ist auf der Ebene wichtig und eben in unserer Kurs in Wundern Klasse auf der tiefen Ebene geben wir uns ja das Feedback, dass wir uns sehen, dass wir wissen, was wir machen, dass wir einander erkennen auf unserem Weg zu uns selbst, zur Wirklichkeit, zu dem, was ist. Und wir wollen ja nichts anderes als das, was wir sind. Und das ist ja gar kein. Wir wollen einfach nur die Wahrheit, ne? Einfach das, was wir sind. Nicht mehr und nicht weniger. Und auf diesem Weg dahin nicken wir uns von Zeit zu Zeit mal zu und das hilft. Ja, also der Kurs in Wundern, um den es sich hier dreht, das war das Mittel, das Werkzeug, das mich an diese Stelle geführt hat. Oder dass ich oft benutzt habe, um an diese Stelle zu kommen, wo ich dir zunicken kann, wo du mir zunickst und wo ich ohne den leisesten Zweifel weiß, was dieses Nicken bedeutet. Also das, was wir Welt nennen, das sind ja eigentlich nur unsere Gedanken und unsere Interpretationen. Da ist so ein Nicken natürlich offen für Interpretation. Was heißt denn das schon? Und das kann viel heißen, kann nichts heißen, aber in der Liebe, in der wir uns treffen, in die wir spüren, die ich jetzt gar nicht erklären brauche oder die wozu ich jetzt wir eigentlich also gar keinen Kurs in Wundern mehr brauchen, dieses Lächeln, diese Liebe, die erkennen wir. Das ist der Ort, an den wir wollen, an den wir hingeführt worden sind. Ja, uns haben hinführen lassen. Und an diesem Ort fällt das alles weg. Auch die Notwendigkeit von Führung und in dem Sinne von Lektionen und von einem Weg fällt weg, weil wir, wenn wir das anerkennen können, an diesem Ort sind, sind wir an diesem Ort. Das ist der Ort der Liebe, der Heilung, der Sühne, des Einsseins. An diesem Ort sind wir und sind wir eins. In diesem Nicken. Ich kann mich nur an diesem Nicken festhalten. Mehr habe ich nicht. Ich habe dieses Nicken, dieses Verständnis, was in diesem Nicken deutlich wird, das ist Sicherheit. Da ist Liebe, da ist kein Konzept, da kann man nichts falsch machen, weil schon alles da ist. Da und an diesem Ort, in dieser Liebe, in dieser Frequenz kann man jetzt sagen, aber jetzt wird schon wieder kompliziert, was ist Frequenz? Jetzt sind wir esoterisch, haben verschiedene Frequenzen und sowas. Das passiert halt, wenn man diesem Nicken ein Wort geben möchte, dann ist man sofort wieder in gewissen, ja, in diesen Bereichen, denen diese Worte aufspannen, ne? Frequenz, Liebe, Gott. Heiliger Augenblick, das sind immer neue Universum, Singularität. Je nachdem, was man für ein Wort nimmt, ist man dann halt in seinen Gedanken, hat man ja Bereiche aufgespannt, in denen man sich dann auch verlieren kann. Aber in diesem Nicken, in diesem Moment, den alle diese Worte ja beschreiben, der heilige Augenblick, das Einssein, das Zusammenkommen, das Vergeben, wo nicht keine Rolle spielt, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder was ich in der Vergangenheit gemacht habe. In diesem Nicken, offensichtlich, ne, fällt das ja weg, ist es weggefallen.
spielt es keine Rolle. An diesem Ort gibt es keine Missverständnisse. An diesem Ort gibt es eigentlich nichts. Da gibt es nur dich, da gibt es mich, da gibt es uns, da gibt es eins, da gibt es Liebe. Und das ist alles, sind alles Synonyme an diesem Ort. Das ist Singularität. Die Liebe, die kommt dann, die ist dann da. Die müssen wir nicht lernen, die müssen wir nicht suchen, die ist einfach aufgetaucht. Die ist dann präsent und wir haben Zugang zu dieser Präsenz. Ist auch wieder so ein Wort, die Präsenz. Seine Präsenz, deine Präsenz, meine Präsenz in diesem Ort, in diesem Hallo, ist sie da. Und oftmals, wie das eben, als wir hier noch zu dritt waren, wie das so natürlich passiert, ne? Wir lächeln uns an, da passiert das ganz spontan, weil es einfach passiert. Man macht den Bildschirm auf und weiß ja gar nicht, was da kommt, wer da kommt, was das ist. Und in diesem Moment ist man offen, weil man ja nicht weiß, was kommt. Und da passiert es manchmal, dass man sich einfach, dass man ehrlich genug ist und lang genug offen ist, dass man so ein kleines Nicken und so ein kleines Lächeln reinschieben kann. Manchmal natürlich auch in unserer versteckt, in unserer in unseren Schutzmechanismen, in unserem Bescheidwissen, in unseren Ego-Strukturen sozusagen, macht man diesen kleinen Ort, dieses kleine Lächeln sofort zu, interpretiert das, weiß Bescheid und lässt dem nicht Raum geben. Man weiß dann, man lächelt sich zu und ist sofort wieder in den verschiedenen Welten sozusagen. Und innerhalb dieser Welten, das kommt alles gleich in dem Text, den wir lesen, kann man sich nicht treffen. Da kann man sich einfach nicht treffen. Aber, das ist das ganze Problem unserer Welt, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir versuchen, uns zu treffen. Wir versuchen, Gesetze aufzubauen, Moralen aufzubauen, Strukturen, Geld, Finanzstrukturen, alles Mögliche, ne? Wissenschaftsstrukturen aufzubauen, um miteinander klarzukommen, um einander zu verstehen, Sprachen zu finden. Aber das geht immer nur so weit. Und in dem Lächeln eben, in unserem Zunicken, da fällt das alles weg. Ja, also jetzt ist jetzt ein guter Punkt. Jetzt haben wir eigentlich das Ziel von dem Kurs in Wundern erreicht. Die Liebe ist präsent. Ich sehe dich, du siehst mich. Und jetzt können wir auch, wir fangen jetzt an, drei Absätze hier zu lesen. Jetzt können wir sie lesen von diesem Punkt aus. Und meine Erfahrung ist immer, wenn ich sie von diesem Punkt, den Endpunkt aus, an dem Punkt, wo ich es eigentlich gar nicht mehr brauche in Wirklichkeit. Wenn ich dich liebe, wenn ich dir zunicke, was brauche ich denn da für ein Mindtraining oder so, dann brauche ich das gar nicht. Aber von diesem Punkt aus macht auf einmal alles Sinn, was ich hier lese, was wir gleich zusammen lesen werden. Und von jedem anderen Punkt aus macht es keinen Sinn. Es ist nicht zu verstehen. Okay, also ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen, dass wir im 14. Kapitel unter Kapitel 4 Absatz 8 sind. Und da mache ich jetzt weiter. Ah, stopp, halt! Ja, was ist los? Ich habe heute Morgen weitergemacht und habe es zum Schluss gebracht, das Kapitel. Ja, du hast es nicht reingetextet in die Ja, Gruppe. Genau. Das ist schade. Na, dann mach es nochmal einfach, das jetzt wenn du dich schon vorbereitet hast. Und ich lese das, weil es so schön ist. Und auf eine Art ist es egal. Ich mach's nochmal. Genau. Okay. Also, dann ist es eine Wiederholung für einige und für andere nicht. Es ist nicht deine Aufgabe, die Wirklichkeit zu machen. Das sind alles dann auf einmal, wenn wir uns lieben, wenn wir offen miteinander sind, sind das alles Banalitäten. Diese Liebe, die Wirklichkeit, das Zusammensein, es ist nicht unser Job, das zu machen. Und wenn wir in diesem Ort sind, wo wir einfach offen sind, dann haben wir auch gar kein Bedürfnis, irgendwas zu machen. Wir sind einfach froh, uns zu sehen. Wir sind froh, zu sein, wer wir sind. Wir sind froh, ich liebe dich. Und
es ist, eigentlich muss mir da gar keiner mehr sagen, dass es nicht meine Aufgabe ist, irgendwas zu machen, weil an diesem Ort machen wir gar nichts. Wir frohlocken. Dieses schöne alte Wort. Ne? Wir frohlocken in unserem Glück. Es ist also nicht deine Aufgabe oder in unserem Zunicken. Es ist nicht deine Aufgabe, die Wirklichkeit zu machen. Sie ist ohne dein Machen da, aber nicht ohne dich. Wenn du nicht hier bist, wenn du dich verweigerst, und das kann man ganz leicht machen, verweigern ist ein krasses Wort, aber wir verweigern uns ja ständig, indem wir eben nicht präsent sind, indem wir nicht offen auf den anderen, offen anblicken oder einfach präsent sind, dann verweigern wir uns der Wirklichkeit. Und dann ist keine Wirklichkeit da. Ohne dich gibt es keine Wirklichkeit. Und damit ist nichts. Das wird ja auch an, ist ja auch dieses große Paradox vom Kurs, wenn was, also wenn du nicht präsent bist, gibt es, no matter, vergiss das große Paradox. Also ohne dich geht gar nichts. Du kannst dich nicht verweigern. Du kannst dich verweigern, aber dann passiert nichts. Dann ist nichts da. Die Wirklichkeit, dieser Moment, den wir alle wiedererkennen, in dem wir frohlocken, der geht ohne dich nicht. Sie ist ohne dein Machen da, aber nicht ohne dich. Du, der du versucht hast, dich selbst wegzuwerfen und Gott so gering und damit Gott gering geschätzt hast, höre mich für ihn und für dich selber sprechen. Und wenn wir eben nicht präsent sind, wenn wir nicht, wenn wir in unseren Gedankenwelten, was mache ich gleich, was habe ich gestern gemacht, bin ich es wert, ist das ein guter Lehrer oder was auch immer, bin ich ready, wenn man in diesen Gedanken ist, dann schmeißt du dich selbst weg. Das ist ja, was hier steht. Ne? Du versucht hast, dich selbst wegzuwerfen. Du kannst nicht verstehen, wie sehr dich dein Vater liebt, denn in deiner Erfahrung der Welt gibt es keine Parallele, die dir helfen könnte, es zu verstehen. Es gibt nichts auf Erden, was sich damit vergleichen ließe und nichts, was du jemals getrennt von ihm empfunden hast, hat auch nur entfernte Ähnlichkeit damit. Du kannst nicht einmal einen Segen in vollkommener Sanftmut geben. Würdest du um einen wissen, der auf ewig gibt und der nichts als geben kennt? Also, das sind immer diese beiden Ebenen. Ne? Das ist die Ebene des Egos und die Ebene der Welt und in diesen Strukturen und unseren Beziehungen, wie wir versuchen, miteinander klarzukommen. Und ich gebe dir, du gibst mir, ich bin anständig zu dir, dann erwarte ich, dass du anständig bist zu mir. Wir wollen ja alle gute Leben leben und da ist ja auch nichts falsch dran. Aber auf der Ebene gibt es keinen, der nur gibt. Der, wie heißt es hier? Da kennst du keinen. Wenn du ehrlich bist, ne, auf der Ebene gibt es keinen, da gibt es nichts, was nur entfernteste Ähnlichkeit hat mit diesem Moment oder mit dem, der nur gibt und der nur segnen kann. Aber das heißt nicht, dass du nicht segnen kannst. Du kannst segnen und wir haben es gerade gemacht. Ne, wenn wir miteinander sind, wenn wir uns zulächeln, dann segnen wir in der vollen Sanftmut. Und in diesem Moment kennst du jemanden, der gütig ist, der nur geben kann, der nichts will, der einfach nur gibt. Der frohlockt, ich weiß auch nicht, wie ich auf dieses Wort komme, der glücklich ist in seinem Geben. Und das bist du. Und das kannst du ohne weiteres machen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Du musst das nicht lernen, du musst nicht dich vorbereiten. Dir fällt gar nichts anderes ein. Du liebst einfach. Und jeder von uns kennt diesen Moment, erlebt ihn vielleicht jetzt gerade oder erinnert sich, dass er diesen Moment hat. Und an diesem Moment willst du nichts, du gibst nur und empfängst nur. Du empfängst vollkommen, weil du es dir erlaubst, vollkommen, also von mir jetzt, wenn du möchtest, vollkommen zu empfangen, weil da gibt es keinen doppelten, keinen, wie heißt das, keinen doppelten Boden, keinen,
keinen Haken. Das hat keinen Haken, weil wir nichts wollen voneinander in diesem Moment. Und an jedem anderen Ort, und darauf hat sich gerade das bezogen, was wir gelesen haben, gibt es nur Haken. Alles, was du gibst, gibst du, weil du irgendwas willst. Gibst deine Freundlichkeit, weil du freundlich behandelt werden willst. Du gibst dein Geld, weil du irgendwas dafür bekommen möchtest. Du gibst deine Moral, weil du moralisch oder anständig behandelt werden willst. So, da gibt es einfach nur einen Austausch, und an diesem Ort können wir uns das auch angucken. Ne, die Hoffnungslosigkeit der Welt in dem Sinne. Aber es gibt ja keine Welt, auf die wir jetzt arrogant herunterschauen können, sondern es gibt einfach nur diese zwei Geisteszustände. Der Ort, wo wir uns kennen, wo wir uns vertrauen, und der Ort, wo wir das nicht tun. Und diese beiden Orte berühren sich nicht. Und da kann man sich auch nicht hinarbeiten. Aber glücklicherweise sind wir schon an dem Ort oder haben wir diesen Ort des Vertrauens schon kennengelernt. Und diesen Ort in dem Sinne, wir lernen den nicht, aber wir üben, diesen Ort wiederzuerkennen, oder wir üben, an diesem Ort zu bleiben. Wir üben jetzt, diesen Ort zu halten. Und das geht immer nur gemeinsam. Ich kann das nicht alleine, aber ich kann es in deiner Liebe, ich kann es in deiner Aufmerksamkeit, ich kann es du spannst diesen Raum auf für mich, und ich vertraue dir und du vertraust mir, und da sind wir, da feiern wir unser Einssein. Das sind immer so Worte, die auch schnell dann wieder nichts bedeuten, aber die beschreiben ja nur unser Zusammensein, unser bedingungsloses Zusammensein. Und in diesem bedingungslosen Zusammensein, unserem wirklichen Zusammensein, endet die Welt. Ist keine Angst, da haben wir vergeben. Ist das alles schon passiert? Ist der Kurs erfüllt? Hat sich der Kurs erfüllt? Das Versprechen erfüllt? Und da kennst du tatsächlich einen, der auf ewig gibt. Und der nichts als Geben kennt. Und das bist du, das bin ich, das ist jeder, der du in diesem Moment triffst. Und wir sind eins. Das ist Gott. Das ist die Einheit. Das ist eins. Das ist alles. Und jetzt beschreibt es: Die Kinder des Himmels leben im Licht des Segnens ihres Vaters, weil sie erkennen, dass sie ohne Sünde sind. Und das sind wir an diesem Ort. Das ist auch nur die Kinder des Lichts, ne? Unschuldige Wesen des Lichts. Ich versuche mal diese Worte, neue oder andere Worte, also zweimal das Gleiche mit verschiedenen Worten zu sagen, dann hilft mir, um zu sehen, es sind nur Worte, ne? Die Kinder, Wesen, die Unschuldigen des Lichts. Und das ist gleich wieder so ein esoterisches Science-Fiction-Roman, könnte man da draus schreiben, wie Kinder des Lichts kommen. Und das ist alles wunderbar, aber da kann man sich dann auch schnell verlieren. Da gibt es auch nichts, ist nichts falsch an diesen Worten, aber die zeigen immer nur an diesen Ort, wo sich gerade schon alles erfüllt hat. Wo wir die Kinder des Lichts sind, wo wir in dem Segen unseres Vaters leben. Und der Segen ist das, was gerade ist, wo wir uns erlauben, reinzutreten. Wir erlauben uns, in diesem Moment reinzutreten, und da kann man auch sagen, wir erlauben uns, unsere Unschuld anzuerkennen. Es gibt nichts, was dich jetzt vom Lächeln abhält. Und das heißt, dass du dir selbst deine Unschuld zugestehst. Du sagst, alright, wieso nicht? Was habe ich zu verlieren? Oder was muss ich denn noch leisten? Ich könnte doch einfach mal für diesen Moment hierher kommen. Die Sühne, ne, das Sühne auf Englisch heißt Atonement. Das ist das Einssein, das ist ein schönes Wort. Atonement, Onement, At-Onement, wenn wir eins sind. Wurde als Mittel, also dieses Einswerden, die Sühne wurde als Mittel eingesetzt, die Schuldlosigkeit jedem Geist zurückzugeben, der sie verleugnet hat und dadurch sich selbst den Himmel verweigert hat. Und das klingt auch alles wieder so groß, aber es ist eigentlich nur jetzt unsere Fähigkeit, diesen Moment zu akzeptieren, in diesen Moment einzutreten und nicht zu sagen, oh, ich bin noch nicht trainiert genug oder ich bin
ich muss, und was weiß ich, oder was weiß ich, ich bin einfach, und das sind vielleicht auch nur Gefühle, so unterschwellig, Gewohnheiten eigentlich. Ich bin es nicht wert, vielleicht ist auch ein good one. Ich bin es nicht wert, das ist, ich bin nicht gemeint, ich habe ganz schmutzige Fingernägel, ich komme gerade vom Holzhacken. es ist so ein bisschen wie vom Badezimmerspiegel, wenn ich meins hier sehe, rede ich hier so vom Badezimmerspiegel. Kann ich jetzt meine Fingernägel sauber machen. Alles ist eingeschlossen, ja, in dem hier. Ja, es ist eigentlich immer nur die Erlaubnis, die wir uns jetzt endlich geben, dazu gehören zu dürfen. Du gehörst dazu. Und du bist es wert. Du bist nicht schuldig. Du hast nichts getan, was es dir verbieten würde, hier dabei zu sein. Du bist auch nicht, was auch immer das ist, ne? Und da gehört dann schon, also für mich kann ich sagen, gehörte schon einiges an Training und Übung dazu, dass ich mir das selbst eingestehe, weil meine Tendenz war, ich bin es nicht wert, ich bin nicht trainiert genug, ich muss noch was lernen, um dahin zu kommen oder was auch immer. Irgendein Grund, nicht da sein zu dürfen. Und wir haben alle Erfahrungen gemacht, wo wir in unserer Vergangenheit irgendwo nicht dazugehören konnten, wo wir vielleicht dazugehören wollten, aber irgendwas hat uns gehindert, dazuzukommen, und das sind schmerzhafte Erfahrungen. Und die, naja, das ist mal das große Wort, die transformieren wir jetzt, ne, die gucken wir uns an. Das ist dieser Moment, ne, dieser Moment, wo ich mir was nicht erlaube. Und das ist jetzt auch diese große Sache, du bist der Einzige, der sich das verbieten kann. Es gibt keinen anderen, du bist eingeladen. Der Einzige, der sagt, das bist du, mit deinen Gründen nicht dabei zu sein, ne? Deinen Urteilen vielleicht, das ist jetzt nicht der richtige Moment, der müsste noch cooler sein. Oder was man auch immer hat, ist dann auf eine Art auch wirklich witzig und lächerlich, wenn man sich dabei so ertappt. Aber es ist auch tragisch und wirklich schlimm, wenn man den Zugang nicht findet, ne? Und aufrichtig sucht und nicht findet. Das ist dann nicht mehr witzig, das ist schlimm, aber deswegen kommen wir ja regelmäßig zusammen, um diesen Zugang in dem Sinne zu üben. Es ist immer der gleiche Moment, wo man sich was verweigert hat und jetzt aber sagt, nee, ich verweigere mir das nicht. Ich bin jetzt hier. Und wenn du nicht da bist, fehlt was. Das ist in dem Sinne, das wird ja auch gesagt, du bist der Erlöser der Welt, ohne dich geht's nicht. Und wird auch gesagt, sind alle diese tollen Sätze, du kannst es nicht verweigern, weil du bist es einfach, aber du kannst es herauszögern, du kannst es natürlich hinausschieben und damit machst du Zeit. Du kreierst Zeit, weil du sagst, ich mach's lieber morgen. Und dann ist es auch so, ja, Punkt, geht's weiter im Text sozusagen. Also die Kinder des Himmels leben im Licht des Segen ihres Vaters, weil sie erkennen, wie wir jetzt gerade, dass sie ohne Sünde sind. Die Sühne wurde als das Mittel eingesetzt, um die Schuldlosigkeit jedem Geist zurückzugeben, der sie verleugnet hat und dadurch zu sich selbst den Himmel verweigert hat. Die Sühne lehrt dich den wahren Zustand des Gottessohnes. Die Sühne, das Einssein, unser Zusammenkommen, das Einswerden, unser Zusammenkommen, lehrt dich den wahren Zustand des Gottessohnes. Deinen wahren Zustand, unser wahres Sein, wenn wir zusammenkommen. Da gibt es keine Welt, es gibt keine Gedanken, die uns trennen können in unserem Zusammenkommen. Der Heilige Geist, sie lehrt dich nicht, was du bist oder was dein Vater ist. Der Heilige Geist, ne, das erleben wir ja dann, ne? Dass wir sind das ja dann, wir lieben uns ja dann. Das kann man nicht lernen und lehren, das ist ja dann da. Der Heilige Geist, der sich für dich daran erinnert, lehrt dich lediglich, wie du die Blockaden aus dem Weg räumen kannst, die zwischen dir und dem bestehen, was du erkennst. Seine Erinnerung. Also das ist auch wieder genau das, was wir gerade gemacht haben. Die Blockaden, die ich gerade versucht habe anzusprechen, die kann man einfach loslassen. Und Mittel und Zweck sind das Gleiche. Wie lasse ich die los? Oder Vergebung, ich sage ja eigentlich immer, man kann gar nicht vergeben. Aber wenn man an diesem
Ort ist, hat man vergeben. Weiß man um seine Unschuld, weiß man um seine Liebe, weiß man um seine Stärke und rückblickend sozusagen, was war da noch zu vergeben? Was war das Problem? Und dieser Ort ist in dem Sinne, dieser Ort, den wir hatten, den wir haben, ist auch das Mittel. In diesem Ort ist es leicht zu vergeben. In diesem Ort kann ich mir die Blockaden angucken, meine Ängste angucken, meine Erinnerungen angucken und sie wegfallen lassen. In dieser Frequenz, in der Liebe, fallen die ja von alleine weg. Da muss ich ja eben nichts mehr machen. Und das lehrt nicht der Heilige Geist, sondern er lehrt uns, an diesen Ort zu kommen. Oder ich möchte eigentlich sagen, hat uns gelehrt, an diesen Ort zu kommen, weil wir sind ja da. Und jetzt lehrt er uns vielleicht, den mehr und mehr zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass das das ist. This is it. Da gibt es nichts mehr. Es gibt einfach. Und dann ist es ja auch, also diese physische Heilung, die nicht ausgeschlossen ist, die findet statt an diesem Ort. Wenn man mit dem Hintern auf dem Stuhl, auf der Couch oder wo auch immer ihr sitzt und seinen Körper spürt, seine Hände spürt, vielleicht sich seines Körpers gewahr ist, vielleicht machen wir das auch nochmal, einatmen auch. Ne? Dass wir den Körper spüren, nicht weghaben wollen. Ich bin kein Körper, ich bin frei, sondern ich spüre meinen Körper. Ich bin frei und der verändert sich, der heilt jetzt. Und ich in diesem Moment, in meiner Unschuld, in meinem Zusammensein mit mir, in meiner Fähigkeit, mit dir zu sein. Oder ich könnte auch sagen, jetzt für mich gesprochen, in deiner Vergebung, du vergibst mir, du erlaubst mir, bei dir zu sein. Und das ist heilsam, das ist Sühne, da heilen wir physisch. Und wir können das machen, weil wir einfach keine Körper sind oder mehr als unsere Körper sind. Wir schließen nichts aus hier, ne? Wie wir auch keine unreinen, bösen, schlechten Gedanken ausschließen, schließen wir auch keine physischen Dinge aus. Ne? Alles ist erlaubt, alles ist berührbar, alles ist da. Wir schließen alles ein. Und in dem merken wir, dass wir eigentlich, dass wir das nicht sind, dass wir frei sind. Aber ich bin kein Körper, ich bin frei und das ist jetzt vielleicht mehr für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich sehe, haben schon einige erlebt, die das auch so gemacht haben, die sich damit dissoziieren von der Welt. Ich habe mit der Welt nichts zu tun, die Welt ist nicht wirklich. Die Reaktion ist dann so, sich zusammenziehen, die böse Welt da draußen oder die unwirkliche Welt da draußen. Also im Kurs die unwirkliche Welt und ich höre dann die böse Welt, mit der ich die mich verletzt hat, mit der ich nichts mehr zu tun haben will. Das ist ja nicht, was wir machen. Wir sind hier, wir berühren uns da, wir sehen uns da, wo wir vorher nicht hingucken konnten. Ich konnte dich vorher nicht anschauen, jetzt kann ich dich anschauen. In unserem Zusammensein sind wir das jüngste Gericht, das letzte Urteil fällen wir übereinander und das Urteil ist, wir sind unschuldig. Das kommt hinten, ich glaube, im Handbuch für Lehrer oder der Erklärung von den Begriffen. Das jüngste Gericht sind die Söhne Gottes, die Kinder Gottes, die sich sehen, die zusammenkommen, wie wir das jetzt kommen und sagen, ey, ich liebe dich. Und damit hast du dein letztes Urteil gesprochen. Damit sind die Urteile für diesen Moment, ne? In diesem Moment sind alle Urteile weg. Das heißt natürlich nicht, dass wir die nicht wieder aufgreifen und es gleich weitergeht, aber deswegen üben wir das, an diesen Ort zu treten. Deswegen üben wir das und ich kann das für mich sagen, dass das schwer, war für mich nicht so leicht, aber mit der Zeit komme ich immer leichter und es wird immer natürlicher, an diesen Ort zu treten, wo ich ja, diesen heiligen Augenblick erlebe, wo ich weiß, wer ich bin, wo ich weiß, wo du bist, wo ich mein letztes Urteil spreche. Ist es gut? Ist alles gut? Ist alles genau richtig? Danke für dein Schmunzeln hier. Und das ist alles. Ne? Das ist alles, an diesen Ort zu kommen, wo man dann sagt, es ist ja alles gut. Und in dem Moment haben einige von euch gespürt. Und das ist eben nicht, wie wenn wir sagen, ja, ist alles gut, ist gut, ist gut. Vor lauter Angst, es ist gut.
Das ist komplett was anderes. Das sind die gleichen Worte, aber es ist komplett was anderes. Und ja, vielleicht noch einen Satz vor der kleinen Pause. Das kann man sich auch vergeben, dass man so alle Dinge, so dieses, ist ja alles gut, ist gut, ist gut, ist gut. Das haben wir halt gemacht, weil wir nicht wirklich an diesen Ort treten konnten, wo wir wirklich sagen können, ey, es ist alles gut. Okay, das ist ein super Halbzeit-Satz. Und so, Simone, magst du ein Lied für uns aussuchen und spielen? Und dann geht es gleich weiter nach der Werbung. Nach dem Wasser dürsten, sehn ich mich nach dir. Das Einzige, was ich jetzt brauch, ist ein Moment mit dir. Oh. Ja, es ist einfach cool, dass diese Lieder einfach Wirklichkeit geworden sind. Ne? Also es ist... Dein Lächeln macht an meinen Grenzen nicht Halt. Deine Worte machen an meinen Grenzen, die ich nicht halt. Und das ist ja das jetzt toll an Witzen auch. Ne? Man hat so Witze, da kommt immer so eine Pointe an einer Stelle, crackt's, und da muss man einfach lachen. Und in dem Moment ist man aufgecrackt. Ne? Heißt ja im Englisch so schön, you crack me up, oder wie heißt das? Du brichst mich auf. So ein Witz bricht einen auf. Du sagst, ich weiß Bescheid, und an einer Stelle macht alles keinen Sinn und man lacht. Das ist, was das Lied beschrieben hat. An der Stelle hast du, der Witzeerzähler in dem Fall, an meiner Grenze nicht Halt gemacht und ich habe dich reingelassen. Für einen Bruchteil einer Sekunde haben wir herzhaft gelacht. Und das ist eine Befreiung, weil wir erkennen dann nonverbal, dass wir einfach nicht getrennte Dinge sind, dass unsere Grenzen durchlässig sind und dass wir diese Grenzen gar nicht brauchen, dass wir sicher in diesem Raum jenseits der, also dass Grenzen einfach keine Bedeutung haben, dass wir die nicht brauchen und in dem, ist das gut. Okay, danke, und jetzt geht's weiter. Also du, seine Erinnerungen sind, also wie heißt, ich wiederhole noch ein bisschen, der Heilige Geist, der sich für dich daran erinnert, lehrt dich lediglich, wie du die Blockaden aus dem Weg räumen kannst, die du zwischen dir und, also die zwischen dir und dem bestehen, was du erkennst. Also diese, die Grenzen, die, an denen deine Worte nicht Halt machen, an denen wir jetzt nicht mehr Halt machen. Seine Erinnerung ist die deine. Wenn du dich an das erinnerst, was du gemacht hast, erinnerst du dich an nichts. Das führt jetzt manchmal, ne, wenn wir so sind, wenn wir so in der Liebe sind, das ist alles fast schon zu langsam. Ne? Dann können wir jetzt sagen, also jetzt, was das heißt, ne, wenn ich mich jetzt daran erinnere, an mich sozusagen, an meine Vergangenheit und an deine, und dann reden wir über unsere Vergangenheit, dann erinnerst du dich an nichts. Wenn du dich an das erinnerst, was du gemacht hast, erinnerst du dich an nichts. Und das ist natürlich tricky, ne, weil außerhalb dieses Moments ist es ja dissoziativ, sich nicht an seine Vergangenheit zu erinnern. Natürlich erinnere ich mich an meine Vergangenheit, und ist auch okay. Aber in diesem Moment ist das, was hier steht, wahr. In diesem Moment vergesse ich meine Vergangenheit und
Weil wenn ich mich daran erinnere, erinnere ich mich an was, was nicht da ist. Ich muss aber noch dazu sagen, das heißt nicht, dass wir nicht über unsere Vergangenheit reden können oder dass wir Dinge aufarbeiten müssen und können. Das heißt das nicht. Es beschreibt nur diesen einen Augenblick. Und in diesem Augenblick, gibt es nur Liebe. Und wenn ich mich an was anderes erinnere, erinnere ich mich an was, was nicht da ist. Da ist das absolut wahr. Das ist nicht dissoziativ. Da ist es wirklich. Da ist es, das ist echt. Die Erinnerung an die Wirklichkeit ist in ihm und deswegen in dir. Deswegen erleben wir, haben diese Erinnerung ja erlebt. Wir erleben sie ja gerade. Die Schuldlosen und die Schuldigen, und jetzt kommt's, ne? Die Schuldlosen und die Schuldigen sind völlig außerstande, einander zu verstehen. Das ist krass. Und das heißt nämlich, dass wenn ich mit dir an diesem Ort bin, dann, und ich sehe es ja in euren Gesichtern, wenn wir an diesem Ort sind, dann, wo ist das Problem eigentlich? Wir sind schuldlos. Wir sind, und dann, man versteht die Schuldigen. Mich selbst als Schuldigen verstehe ich dann gar nicht mehr. Was ist eigentlich mit jemandem Problem gewesen? Wohingegen, wenn ich nicht an diesem Ort bin und mich, und das kann ja eine Sekunde später wieder sein. Wir fluktuieren ja rein und raus. Das ist ja die Realität gerade. Dann denke ich, dann lese ich diese Dinge und denke, ja, das ist schon schön und gut, aber irgendwie macht es doch alles gar keinen Sinn, wenn ich ehrlich bin. Als Schuldiger kann ich das nicht verstehen. Als jemand, der in meinen Strukturen denkt, mit meinem Denken sozusagen, kann ich mich da nicht hocharbeiten. Ich kann das nicht verstehen. Also diese beiden Welten berühren sich nicht, heißt es ja auch. Aber du bist jetzt, wir sind in dem Sinne Weltenreisende, wir schwingen von der einen Welt in die andere. Und das klingt auch wieder so esoterisch oder so Science-Fiction-mäßig oder sowas. Aber das heißt nichts anderes, als dass wir uns plötzlich anlächeln und umarmen möchten und im nächsten Moment wieder, wer bist denn du eigentlich? Das kennten wir doch. Und damit sind das sind die beiden Welten. Wer bist denn du eigentlich? Stimmt das überhaupt? Und die eine, aus dem einen Geisteszustand, meinem einen Geist, kann ich den anderen nicht verstehen. Und es ist gut, das anzuerkennen. Das wäre sozusagen, das ist die Coolness, die wir erreicht haben. Wenn ich nicht in der Liebe Gottes bin, sozusagen, ne? Oder in diesem Moment, mir dann auch einzugestehen, dass ich da nicht bin und nicht so zu tun, als ob. Das ist einfach nur, das ist auch okay, ne? Machen wir auch alle gelegentlich. Aber es macht es halt doppelt schwierig. Ne? Das ist nochmal so, muss ja auch nicht machen. Also wenn man nicht drin ist, ist man einfach nicht drin. Ist ja okay. Man kann ja jederzeit wieder reintreten. Man kann ja, und die Coolness, die es braucht, um sich einzugestehen, dass man nicht drin ist, das ist jetzt so leicht gesagt in unserer Liebe, in der Sühne, die wir hier miteinander feiern. Aber wenn man alleine ist und irgendwie den Zugang nicht mehr hat, ne? Ich hätte jetzt fast gesagt zur Welt, plötzlich ist ja, hier ist ja auf einmal alles lebendig, alles ist ja lebendig und echt. Und wenn man diesen Zugang nicht hat, ist alles so weit weg und man versucht, sich da hoch zu trainieren vielleicht. Und dann ist das Beste, ist einfach zu gestehen, die beiden Welten berühren sich nicht, ich habe es jetzt nicht. Und in meiner Coolness, das einzugestehen, bin ich ja wieder da. Wir haben jetzt die Coolness auch einzugestehen, dass wir nicht wirklich sind, hätte ich fast gesagt. Weil wir unsere Wirklichkeit kennen. Wir müssen nicht mehr das Falsche verteidigen. Oder nicht mehr so oft, nicht mehr so stark, nicht mehr so verbissen. Ist ja auch schon mal gut. Je nachdem. Die Schuldlosen und die Schuldigen sind völlig außerstande, einander zu verstehen. Jeder nimmt den anderen, wie sie selbst wahr. Was beide unfähig macht, miteinander zu kommunizieren. Und wir sind jetzt nicht Leute, die das versuchen, Kommunikation da an der Stelle herzustellen, wo sie unmöglich ist. Ne? Das reicht auch jetzt. Ne? Wahnsinn ist Wahnsinn. Da brauchen wir nicht mehr mit versuchen, klarzukommen. Wir gehen einfach an die Klarheit, die geistige Gesundheit. Wir müssen nicht mehr den Wahnsinn rechtfertigen. Oder unseren eigenen nicht mehr, aber auch nicht mehr den Wahnsinn von anderen. Und da kommt jetzt die in dem Sinne die Härte
so kann man es sagen, oder die Schärfe von uns, von dir jetzt, der du weißt, was, der du zwischen Wirklichkeit und falsch unterscheiden kannst, ne, ist jetzt auch dein Job, auf Schrott nicht mehr zu reagieren oder auf Schrott nicht mehr ernst zu nehmen. Und das ist sehr verletzend für Leute, die ihn dir anbieten. Wenn dir was angeboten wird und du nicht darauf reagierst, wird das als Angriff empfunden, weil derjenige weiß, seine ganze Grundlage wird gerade nicht ernst genommen. Und das ist ein Angriff. Das kennt man von sich und das kennt man auch von anderen. Also das kann keinen Fehler machen. In dem Sinne gibt es keinen neutralen Grund. Wirklich liebevolle Menschen, die wirklich die in diesem Moment sind, die nicht auf Wahnsinn reagieren, sind eine Herausforderung für viele und werden angegriffen. Jesus ist das prominente Beispiel dafür. Und das bist du jetzt auch. Du bist an der Stelle. Muss nicht so dramatisch machen, aber das kennt man ja, diese Stellen, wo man nicht, und das ist jetzt auch kein Aufruf für Märtyrer, ne? Aber ich meine einfach nur, ich beschreibe nur, was viele von euch bestimmt schon erfahren haben, wo man dann merkt, dann einfach mal nichts sagen, wird schon als Angriff. Wie heißt das, Gossipen, was heißt das, schlecht über andere reden oder schimpfen, das nicht zu tun, wird schon als, wer bist denn du? Ne? Du hast du keine Meinung oder was? Das ist, Also es ist eben, wir sind ja hier nicht so, die Liebe ist so, alles gut, alles Liebe, das ist gar nicht so. Es ist hier, dieser Moment ist, Liebe ist machtvoll. Ne? Alle Macht ist dir gegeben, heißt es. Ne? jeder nimmt den anderen, wie sich selbst war, was beide unfähig macht, miteinander zu kommunizieren, weil jeder den anderen anders sieht als sich selbst. Gott kann nur mit dem Heiligen Geist in deinem Geist kommunizieren, weil nur er die Erkenntnis dessen, was du bist, mit Gott teilt. Und das, da heißt ja auch, Gott kann mit dem Ego nicht kommunizieren. Genauso wie du mit dem Ego eines anderen nicht kommunizieren kannst. Und wir brauchen das auch nicht mehr zu tun. Das ist die frohe Botschaft in dem Sinne. Du musst nicht mehr mit auf Egos von anderen reagieren. Du kannst natürlich verständnisvoll und liebevoll sein und verstehen. Ne? Aber du musst nicht mehr, also Compassion, ne? Was heißt das? Also man spürt den Schmerz in dem anderen natürlich auch. Und das kann man ja verstehen und sehen, aber man muss es nicht unterstützen, man muss nicht so tun, als ob es okay ist. Es ist nicht okay. Und da ist jetzt eine gewisse Konfrontation, bist du dann in dem. Natürlich sind wir, in der Bibel sagt er ja, sei wie ein Lamm unter Wölfen, sei sanft und sowas, aber du wirst als, diese Frequenz wird in dem Sinne als Konfrontation genommen oder eben als Freiheit. Ne? Andere empfinden, oh, endlich kann ich mal sein, wie ich wirklich bin. Das bist ja du. Du bist ja das, was wir jetzt hier voneinander machen, bist ja auch jenseits der Klasse für andere. Bist du derjenige, der anderen, die das suchen, was du gefunden hast, die sich da andocken können. Meistens ist das nonverbal, also für mich zumindest. Und Gott, wie gesagt, kann nur mit dem Heiligen Geist in dir sprechen. Und nur der Heilige Geist kann Gott für dich antworten, denn nur er weiß, was Gott ist. Alles andere, was du in deinem Geist getan hast, kann nicht existieren, denn was nicht in Kommunikation mit dem Geiste Gottes steht, ist nie gewesen. Das sind wieder so Sätze, ne? Unglaublich ist, ich habe doch gerade den Gedanken gehabt, wie kann der nicht existieren? Oder ich habe doch gerade das Problem gehabt, wie soll das nicht existieren? In dem Problem existiert es natürlich. Und so zu tun, als ob es nicht existiert, ist dissoziativ, ist Wahnsinn, ist nochmal wahnsinniger. Aber an dem Ort, an dem wir uns treffen, an dem wir uns gerade getroffen haben, da sind die Probleme einfach wie weg. Und da gehen wir hin
Und da ist das wahr, da ist es nicht dissoziativ, da ist es nur die Beschreibung der Wirklichkeit. Da ist dieses ganze Buch, das sind meine Worte, nur der Versuch, der vielleicht armselige oder who knows, versucht zu beschreiben, was ist. Mehr machen wir ja gar nicht. Wir beschreiben einfach nur, was ist. Da sind wir am Anfang unserer Stunde. Wir wollen ja nur das, was ist und nichts anderes. Und wenn wir uns vertun, ne, in der Bibel, ne, dann schneidet der Weinstock oder der Weinbergbesitzer, Bild für unseren Vater, schneidet die schlechten Reben einfach alle ab. Das, was nicht wirklich ist, was keinen Bestand hat in unserem Lächeln, in unserer Liebe, lassen wir abschneiden, lassen wir wegfallen. Und das ist kein brutales Abschneiden von was wir doch eigentlich gerne hätten. Wenn du es doch eigentlich gerne hättest, wird es nicht abgeschnitten werden, dann hast du es noch. Aber in dem Lächeln, in unserer Liebe, lässt du es los, ganz automatisch. Da hältst du nichts fest und du musst nichts festhalten. Du bist, was du bist, ohne irgendwas festhalten zu müssen, ganz automatisch. Und es ist alles weggeschnitten. Und uns kümmert nicht, was weggeschnitten worden ist. Das ist ja das Tolle. Oder dann, und das, was weggeschnitten worden ist, ist in dem Moment für uns unwirklich. Es hat keine Bedeutung. Wir verstehen das Ego, die Probleme des Loslassens in dem Moment nicht. In jedem anderen verstehen wir sie und können sie eigentlich nicht überwinden. Deswegen kommen wir an diesen Ort so gerne, immer häufiger und immer leichter. Und die Liebe, die ich dann auf einmal für dich empfinde, die kommt von alleine. Ich sage nur, was ist. Und jetzt der letzte Satz. Kommunikation mit Gott ist Leben. Und nichts, was ohne sie ist, ist überhaupt. Und das ist, was wir gerade machen. Kommunikation mit Gott. Ne? Oh mein Gott, ich kommuniziere mit Gott. Ich mache das jetzt nur so ein bisschen, damit diese Worte, ich muss die immer wieder von dem Sockel stoßen, damit die hier sind. Ne? Wo denn sonst, wenn nicht hier? Unsere Kommunikation, meine Kommunikation mit dir, ist die Kommunikation mit Liebe, ist die Kommunikation mit Gott. Da ist nichts anderes. Es gibt nur eins. Das bist du, bin ich, das ist Gott, das ist egal, wie wir das nennen. Und auf einmal kannst du das ownen, jetzt kannst du das annehmen. Ja, ich bin das. Und du bist jetzt kein Ego, wenn du das sagst. Das ist, was ich bin. Und du gibst es. In diesem Moment gibst du, was du bist. Fraglos. Du kannst nicht anders, als das zu geben. Du lächelst einfach. Und das ist, bist du wie Gott. Gott gibt nur. An der Stelle kannst du das. Und an keiner anderen kannst du es. Und damit sind wir jetzt ziemlich am Ende und damit war es eine Feier unserer Wirklichkeit, unseres Seins, unserer Liebe, wie auch immer wir das nennen. Damit hat sich der Kurs erfüllt. Damit ist das alles passiert, was uns versprochen, das jüngste Gericht hat getagt. Wir waren das, wir haben gerichtet. Und wir haben alles für gut befunden. Wir haben uns für gut befunden. Für liebevoll, für würdig, für einfach richtig. Ich liebe dich. Und Simone, bitte ein schönes Abschiedslied für uns alle. Und dahin mit allem, was wir tun, allem, was du tust. Alles gut. Ich liebe dich. Dankeschön. Danke für deinen Segen und deinen Raum, den du mir gegeben hast. Ja.